this is Discovery Falls! Ja, und damit, meine lieben Leute, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Dinosaur Planet. Es ist schön zu sehen, dass der Part 2 sehr, naja, mehr Aufrufe als sonst bekommen hat, als wenn ich ein Let's Play mache. Auch der Non-Commentary, wo ich nochmal von ganz Anfang bis, wo ich dann eigentlich Part 3 beendet habe, aufgenommen habe. Part 3 ist vor allem so ein Part. Ich wüsste gar nicht, ob es den gebraucht hätte. Aber ja, ich verarbeite das dann heute noch so. Und was hatte ich noch? Ich hatte noch irgendwas anderes. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ah ja, genau, wegen Steuerkreuz, ne? Ich weiß immer noch nicht, ob ihr das überhaupt seht hier. Aber ihr könnt ja Steuerkreuz nach links drücken. Dann habt ihr hier beim Dino-Mod die Auswahl wegen eben herumfliegen und so. Wenn ihr das aber zuerst nach links gedrückt habt und findet, ich brauche eigentlich gar nichts, dann könnt ihr einfach nach rechts drückt ihr ja, nicht nach links, dann könnt ihr nach links drücken und dann nehmt ihr ihn nicht an. Könnt ihr zum Beispiel, eben wie gesagt, L normalerweise ja drücken zum Fliegen. Ich habe übrigens am Anfangsgebieten mal herumgeschaut, wie das denn so aussieht mit herumfliegen. Ja, im Brunnen, das ist, sollte jedenfalls ein Brunnen am Schluss sein, wo wir ja diese Pilze suchen sollten, auch wenn sie ja auf der Oberfläche sind, eben wie gesagt Part 3. Dort hatten wir ein Gebiet gesehen, wo wir nicht hineinkommen. Das liegt einfach daran, dass dort im Snowhorn sollten wir einen füttern und befreien. Da bin ich ein bisschen herumgeflogen. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt in diesem Spiel machen können. Also in dieser Version wahrscheinlich nicht. Gehe ich mal davon aus. Jedenfalls, wenn man dort dann herumgeflogen ist oder den befreien hätte können. Ich habe den nicht befreit, ich habe nur geschaut. Dann kann man weiter nach unten laufen und kommt dann in dieses Gebiet, wo wir in diesem Brunnen, wo wir die Pilze suchen konnten, wo uns auch immer Schaden machen da. Und hätte man ja hingehen können und ja. Wie man aber sonst hinkommt, weiß ich nicht. So, das ist übrigens die einzige Stelle, wo ich weiß, wo man die Animation endlich mal sieht. Nur dreht sie sich manchmal so. So komisch. So, you must be Crystal. Randorn has told us a lot about you. Who are you? Do not be alarmed. I am from the Hytop tribe. We were helping to dig in this sacred place when we uncovered what appears to be a shrine. Before it could be opened, General Scales arrived and took Randorn and the King Earthwalker. This must have happened before I arrived on this planet. It was Randorn that... I'm glad he's still alive. I have feared the worst. So far, the Sharklaw have failed to open the shrine. But I do not think it will take them much longer. You must. Above you is a cave. Inside the cave, we discovered what appears to be a link to opening the shrine. It is up to you now to uncover its secrets. Wie der auch wieder verschwindet, also echt. Okay. Ja, das Lustige ist, was mit dem Stamm passiert. Wie gesagt, ich habe da auch noch ein bisschen weiter geschaut, wollte wissen, wie das geht. Das Ganze noch läuft hier, was ich überhaupt denn machen muss. Nicht, dass ich hier wieder planlos durch die Gegend laufe. Auch wenn das meistens der Fall ist, aber was soll's. Da gekommen sind wir von da. Jedenfalls, der Wasserfall ist viel zu laut. Hier sind die Dinge halt noch nicht ganz abgestimmt. Aber ja. Ah ja, etwas, was ich
auch nicht wusste, ich habe das nachgelesen irgendwie auf einer Seite. Ich weiß natürlich nicht zu 100%, ob das alles stimmt. Aber Random, dieser Zauberer eigentlich, ja, soll ein Zauberer sein, der hat Crystal ja adoptiert. Oh, hier fehlt irgendwie die Textur. Und Saber, weil wir ja hier leider schon Fox ist eher, der ist sein Sohn. Das heißt, sie sind sozusagen Geschwister, auch wenn sie ein Fuchs ist und er soll ja eigentlich ein Wolf sein. Ja. Aber wie kam das eigentlich dazu, dass sie adoptiert worden ist? Naja, ganz einfach. So, wir machen mal das hier. Random, eben dieser ältere Fuchs, Wolf, hatte einen weiteren Sohn. Und der erstgeborene Sohn, der wurde getötet. Und dann ist das er anscheinend ziemlich ausgerastet, war wahrscheinlich auch noch ein bisschen betrunken. Ja, der Typ ist übrigens ein Trinker, laut dem, was ich da gelesen habe. Und ist dann in das Dorf der Füchse und hat eigentlich alle getötet, außer schlussendlich Crystal. Und am nächsten Tag oder morgen oder so hat er dann behauptet, ja, er hätte das Dorf so vorgefunden. Und ja, hat dann Crystal adoptiert. Also voll die brutale Geschichte irgendwie, aber ja, ich meine, Crystal war damals noch sehr jung, glaube ich, und hat ihm das geglaubt, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ist eigentlich eine harte und komische Geschichte und eben, wie gesagt, der Random, dieser Zauberer, soll ein ziemlicher Trinker sein, also er mag jedenfalls. Wenn es darum geht, irgendwas zu trinken, ist er immer dabei. Das ist nur das, was ich gelesen habe. Ob das jetzt wirklich stimmt und ob das so sein sollte, man weiß es nicht. Ja, was haltet ihr übrigens von dieser Kletterpassage? Das sieht zwar komisch aus, weil sie immer noch den Stab in der Hand hat. Den müsste sie eigentlich weglegen, aber was soll's. So, ich weiß jedenfalls, dass es auch noch Stämme gibt. Also Stämme mit Baumstämme, wo man schwimmen kann, aber dem, wo ich dazu geschaut habe, oder der eigentlich, ich glaube, es ist eher eine Sie, hat das gar nicht verwendet. Die Frage ist, wieso und warum? Gibt es sonst noch irgendwas, was ich zum Erzählen gerade habe? Ich bin eben gerade überlegen. Ah ja, ich habe bei Let's Play Markus noch ein bisschen wieder Star Fox Adventure angeschaut, weil ich wollte wissen, hey, wie war das eigentlich bei Star Fox? Und ich muss einfach sagen, das sieht sowas von anders aus und ich rede nicht von der Grafik, sondern vom Stil, vom Ganzen. Ja. Kann ich hier drauf? Ah. Ich glaube, es geht eben nicht. Deswegen hat er es auch nicht verwendet. Gut, wir müssen einfach schauen, dass wir hier mehr oder weniger gegen den Strom schwimmen. Wobei das auch nicht so schwer ist. Naja, was ich übrigens auch noch gefunden habe, das finde ich nicht schlecht, aber ich hätte gern ehrlich gesagt mehr, ist eine Karte, die man online finden kann, wo einer das Ganze mehr oder weniger dargestellt hat, wie es aussieht. Leider sind manche Texturen dort nicht vorhanden. Also wenn ihr euch fragt, was man da jetzt nicht ganz so aussieht. Im Prinzip die ganze Level, einfach ohne die Gegenstände, nur das Level. Und ihr könnt da herumfliegen, euch anschauen, wo das ungefähr ist. Manche Dinge sind auch zusammenhangslos, weil er nicht weiß, wo die hingehören. Weil auch manche Dinge ja verworfen worden sind, aber hat alles Mögliche von der ROM angeschaut. Hat auch noch mehrere Dinge gefunden. Ja. Ah, okay, wir müssen da noch. Gut. Irgendwas umstellen.
Ist zwar sehr schön. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte es lieber als 3D-Modell zum Anschauen, herunterladen und so. Aber das ist eine andere Sache. Und aus einem gewissen Grund. Ich hoffe übrigens, dass man es irgendwann so wiederherstellen kann oder so wieder patchen kann, dass auch gewisse Dinge, die hier nicht wirklich verwendet werden können. Also, dass es auch irgendwie wieder Sinn macht mit dem Ganzen. Auch hier, der Baumstamm, ich kann ihn nicht verwenden. Okay. Na gut, ich habe ja eigentlich Full Life. Ich weiß jetzt nicht zu 100%, wo ich hin muss. Ich weiß nur, dass es hier einen Sharp Claw gibt, der mir irgendwas gibt. Aber war das nicht sogar unten noch? Ah, vielleicht dort. Ja, warte, ich gehe mal zurück. Ich sag's ja, gegen Strömung schwimmen. Ui, ui, ui. Ja, das Ding wäre eigentlich schon damit da, dass man rüberschwimmt, aber anscheinend funktioniert es nicht. Wir haben ja im letzten Part, oder was, die letzten beiden Parts, ich glaube vorletzter Part, nicht der letzte Part, ja, gesehen, dass wir an manchen Flächen einfach nicht wirklich runterspringen können, beziehungsweise runtergehen können. Und ja, ist halt an manchen Stellen noch buggy. Was soll's? Ist halt so. Ich habe nur gesehen, ah, das war die Stelle, wo ich vorhin da hochgeklettert bin. Gut, alles gut. Ich schaue mich nochmal um. Oh, dann machen wir das halt so. Ja, okay. Das Lustige ist übrigens, dass wir ihn auch töten können. Ich wüsste aber nicht, wieso das jetzt gerade von Bedeutung ist. Das kennen wir doch eigentlich aus dem Endding. So, wenn ich es richtig verstanden habe übrigens. Ah ja, das habe ich noch gar nicht erklärt, wie die Steuerung eigentlich hier geht. Also zum Beispiel jetzt C nach links, C weiter nach links. Wenn ich jetzt C nach unten mache, rufe ich ihn. Wenn ich C nach rechts mache, kriege ich die Dinge. Hier ist eben dieses Item, was ich hier auch schon mal hatte. Also ein ähnliches Item, jedenfalls mit Legen und so. Wenn ich es nochmal richtig verstanden habe, wenn wir volles Leben haben, können wir die Früchte aufnehmen. Und die können wir hinlegen. Das brauchen wir auch als Item. Ich bin mir da aber unsicher, ob das in dem Spiel überhaupt relevant ist. Weil manche Dinge, naja, wie soll ich sagen, die funktionieren manchmal einfach so. Obwohl sie nicht funktionieren sollten. Wir haben sie ja schon gesehen. Boah. Im letzten Part. Wir sind eigentlich ja gestorben. Also theoretisch hatten wir kein Leben mehr. Konnten aber weiterleben.
Also wie von diesen... Wie hießen die nochmal? Foot? Lightfoot Dorf angegriffen worden sind. Die haben ja uns eigentlich alle Energie abgezogen. Übrigens eins, was ich nicht verstehe, die Prozentanzahl wird hier nicht wirklich angezeigt. Das hat vielleicht mit dem Modeler oder irgendwas zu tun, wer weiß. Weil die bleibt irgendwie gefüllt immer auf. Auf der Zahl. Also auf der Zahl 1, deswegen. Ja. Okay, ich musste schon hin. Ja. Nur in der Mitte ist die Strömung. So, dann versuchen wir es doch mal. Ich gehe einfach mal davon aus, der nimmt automatisch ein Ding hinein. Sollte es nicht der Fall sein, wer weiß. Ich hatte ja auch schon mit Pelz aus, mit Tricky meine ich, mit dem Ausgramm und Pelzen irgendwie Probleme. Weil, was war das? Hier. Wenn ich hier gedrückt habe, wenn Tricky irgendwas, oder wenn bei Tricky irgendwas angezeigt worden ist, wegen Pilz und so, stand da eigentlich immer dasselbe. Es kann, wie gesagt, vielleicht Probleme mit dem Modloader irgendwie zu tun haben, oder generell irgendwie, ich weiß es nicht. Deswegen hoffe ich irgendwann, dass es Leute geben wird, die das so patchen können, dass es zu 100% funktioniert. Hier weiß ich gar noch nicht. Also ich brauche ein Schild, das weiß ich. Ah, doch. Jemand hat ja mal gesagt, es gibt keine Fässer in dem Ding. Das ist... Das sind keine werfbaren Fässer in dem Sinne. Ah! Ich will es immer mit B runter machen. Deswegen habe ich nachher kein Schild mehr. Weil mit B... mache ich das Schild weg. Die Steuerung ist halt echt irgendwie komisch für mich. Okay. Ah, das ist trotzdem kaputt gegangen, so wie ich es wollte. Sehr schön. Brauche ich das noch? Keine Ahnung. Oh, ne. Kann sie die wirklich nicht werfen? Nein. Die kann die wirklich nicht werfen. Wie lustig. Ich finde den Sharpclaw hier sehr lustig. Aber wie gesagt, den anderen Sharpclaw, der uns diese Tasche gegeben hat, den könnten wir töten. Ohne Probleme. Also, wenn das jemand machen will, macht es, wenn es unbedingt sein soll. Aber ich habe gedacht, nee, wir lassen den in Frieden. Das ist halt so ein Witz, dass man den überhaupt töten kann. Ja, man sieht hier manchmal auch, dass das Ding nicht richtig angezeigt wird. Oh, hier wird immer geladen. Das ist aber im fertigen Spiel auch manchmal auch so, dass es kurze Ruckler gibt. Wegen dem Laden. Aber das kennt ihr ja von anderen. Ah, wir müssten den aktivieren. Genau. Für das müsste ich rüberschwimmen. Also wenn ich jetzt drauf schieße, glaube ich, passiert ja noch nichts. Okay. Kann ich dem eigentlich sagen, dass er die angreift? Kann ich nicht. Okay. ist ein großer Fisch. Ach ja, angeln? Ich glaube, angeln sollte auch in dem Spiel irgendwann mal möglich sein. Wenn mich nicht alles täuscht, also in Trailern oder so, wenn mich jetzt nicht gerade alles täuscht, habe ich das, glaube ich, mal gesehen.
Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie man hier weiterkam. Das ist ja blöd. Nach oben springen kann ich ja nicht, oder? Ah. Ja, so ging das. Ah, ich hab's vergessen. Ich hab's eben, wie gesagt, einfach nur ein Video angeschaut. Aber wenn man es jetzt Star Fox Adventure und Dinosaur Planet mit dieser Beta hier vergleicht, das sind sowas von Welten. Es gibt viele Leute, die haben gesagt, irgendwie so von den Videos, wo ich mal angeschaut habe, ja, das ist nicht so ein großer Unterschied, außer dass man Crystal die ganze Story durchspielen kann auch. Aber sonst sind so die Unterschiede nicht so extrem. Natürlich die Grafik, das ist klar, eben das Nintendo 64 und GameCubes sind schon noch ein bisschen Welten. Das finde ich vor allem sehr interessant. Ich meine, Rare hat da so gute Arbeit geleistet, dass das eines der schönst aussehenden GameCube-Spiele war, die es überhaupt gab. Auch mit diesen Wassereffekten und alles so. Das hätte theoretisch ein Wii U-Titel sein können. Theoretisch sogar ein Switch-Titel. Ja. Also von der Grafik her, klar, es gibt so Stellen, wo man sagen muss, ja gut, denkt man sich jetzt eher weniger, aber... Ich bin wieder unsicher, ob wir wirklich drauf schießen müssen. Oh. Okay. Versorg mal deinen Stab. Ja, dann halt nicht. Die Musik ist jedenfalls schön. Die gab es ja im fertigen Spiel auch. Wobei die Musik sich zwischendurch natürlich unterscheiden. Wenn das schon wieder da ist. Ich weiß übrigens nie, wie lange ich aufnehme. Ihr kennt's von God of War oder... Unbound Worlds Apart, falls ihr übrigens euch fragt, wann Unbound Worlds Apart wiederkommt. Ich habe nur 5 Parts davon aufgenommen und ja, seitdem habe ich es auch gar nicht mehr gespielt. Also ich habe es nur einmal gespielt und das war's. Tut mir leid. Ich hatte jetzt einfach Bock auf Dinosaur Planet. Fährst du weiter? Das ist aber gut gemacht. Also ich meine für Nintendo 64 Verhältnisse. Ah, jetzt habe ich es hinbekommen. Ah, das geht schon. Nice, mit der Leiter. Der Leiter schneller runter, das funktioniert schon. Das wollte ich jetzt mal ausprobiert haben. Wunderbar. Ja, das ist so lustig. Oh, der eine versteckt sich hier. Während der andere das nicht tut. Das ist übrigens sehr komisch mit diesen Effekten. Ich weiß nicht, was das genau darstellen soll. Das sieht doch eigentlich aus wie eine Fackel, aber egal. Ah, ich weiß. Da geht's noch tiefer runter. Ich will das ja nicht werfen. Ich will das nur... So geht's natürlich auch. Ich wollte mir jetzt nicht Schaden zufügen.
Das Gute, was ich hier übrigens auch finde, wir sehen immer, wo wir unser Tier auf der Karte haben. Das ist so komisch, aber es gab ja vorhin hier auch so eine Fackel. Okay, die macht Sinn, die ist an der Wand, aber die andere hier, die hat andere irgendwie in der Hand. Genau, wir sehen, ich glaube, es ist eine Sie, wenn mich nicht alles täuscht. Also Kate sehen wir auch immer auf der Karte, wo die gerade ist. Selber mit Tricky. Ich habe übrigens Trixies Mutter immer gesagt. Ich weiß auch nicht, wieso. Er heißt Tricky und sie heißt das Trickys Mutter. So, wir müssen mit diesem Ding interagieren. Für das haben wir diese komische Tasche bekommen. Jetzt weiß ich nicht mehr. Ah, ja, hier steht zum Beispiel. Ah, okay, ich habe es gegessen selber. Hä? Ja, aber laut dem habe ich es gegessen gerade. Okay. Dann legen wir es mal hin. Machen wir das andere. Hier. Nein. Ah, das ist so kompliziert. Ich muss immer nach rechts drücken. So. Nach unten halten. Der muss hier die Löcher graben. Also wir müssen ihm Food geben, damit er dort gräbt. Macht aber irgendwie gefühlt nicht immer. Vielleicht hat er das Loch schon auf der richtigen Seite gegraben. Okay, macht das jetzt? Anscheinend schon. Okay. Ich meine, wir haben ja vorher gesehen, ich habe selber gegessen. Wieso sollte der bitte schön da ein Loch graben, wo ich esse? Nein, nicht die Leiter hoch. So, bitte hier. Wie das Ding auch immer kleiner wird. Kannst du hier graben? Ja, wie gesagt, der Typ ist irgendwie komisch. Bisschen buggy. Waren das alle Löcher? Glaube schon. Wir haben halt Tricky nicht. Können ihm nicht sagen, dass er hier Löcher graben soll. So. Ich weiß gar nicht. Ah, okay. In der gibt es eine Frucht wieder. Ich glaube, wir nehmen die wirklich mit. Mich nicht alles täuscht. Jetzt müssen wir theoretisch gesehen... Ich weiß gar nicht, wie viele wir theoretisch gesehen haben müssen. 4... Ja, das kommt eigentlich noch gut. So, das ist leer. Ich finde halt auch schon interessant, dass wir dir alles auf der Karte angezeigt. Wir müssen auch nie eine Karte kaufen, weil wir das gar nicht machen können. Die funktionieren hier. Leider nicht. So. Die Frage ist, wieso sind diese Höhlendinger schon hier? Egal. Ah ja, das ist auch lustig. Jetzt schläft er. Ich glaube, wir brauchen noch ein weiteres und dann hatten wir das Tor offen. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht weitergeschaut, ehrlich gesagt. Ich wollte mir nur anschauen, wie es so ungefähr aussieht. So. Dann gehen wir mal wieder hoch. Dir noch einen schönen Tag. Ja, macht's gut. Und wir sehen uns nie im fertigen Spiel. Das ist leider so. Ah ja, was ich noch nachgelesen habe, es gab früher das Problem, wenn man Crystal gespielt hat, konnte man ja nicht mehr zu Saber wechseln. Oder Fox McCloud. Je nachdem, wie ihr es haben wollt.
Das ist ja nun möglich. Er sagt aber, oder der Swapstone sagt jedenfalls, dass wir zu Crystal gehen, obwohl ihr Crystal sind. Das ist sehr irritierend, aber da, es funktioniert jedenfalls. So, jetzt weiß ich eigentlich gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo der Typ denn schlussendlich ist. Und wo es weitergeht. Aber liebe Leute, wie es dann auch weitergeht, würde ich sagen, das sehen wir dann auch im nächsten Part von Dinosaur Planet. Danke fürs Anschauen, habt einen schönen Tag, macht's gut. Und wir springen noch, ich wollte sagen, auf die andere Plattform dort. Aber so geht's natürlich auch. Na dann, macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.